Hallo zum Vorspiel von Dogfight 1942 bei Area Games mit dem Jan und dem Alex. Moin moin. Gut, Jan, erinnerst du dich noch an so eine Hits wie Blazing Angels, Blazing Angels 2, Heroes Over Europe? Ja, wobei ich nur das erste Blazing Angels mal angespielt hatte. Ich habe mich damals in diesem blinder Überschätzung an diesem IL2 Stomovic oder... Oder Stomovic oder wie auch immer. Ja. Na, jedenfalls wärst du die Ubisoft-Presseabteilung, würdest du dich noch gut an diese drei Titel erinnern, denn die liefen alle irgendwie total eher nicht so toll im Laden. Dann gab es dieses Jahr noch Birds of Steel, auch so eine Zweiter Weltkriegsflugsimulation von Konami, die war richtig gut. Und jetzt haben wir hier Dogfight 1942 und falls ihr das nicht sagt, dann ist das nicht so schlimm, weil das Spiel hieß ursprünglich Combat Wings, The Great Battles of World War II. Das von City Interactive da? Genau, aus Warschau und die Leute wollten das, glaube ich, ursprünglich als Vollpreistitel an den Mann bringen, dann haben sie festgestellt, dass das irgendwie alles zeitlich nicht so ganz hinhaut, haben gesagt, gut, machen wir einen Xbox Live Arcade-Titel draus, den wir dann auch noch auf PSN und PC bringen und erzählen den Leuten einfach, dass sie hier so eine Art wie riesen AAA-Budget-Titel für ganz schmales Geld bekommen. Für wie viel denn? 1200 Microsoft-Punkte, also umgerechnet 15 Euro. Die üblich, die neuen 800 quasi. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, halten Sie das Versprechen? Halten Sie dieses Argument, dass Sie hier eigentlich so einen Vollpreistitel für ganz schmales Geld anbieten? Und ich möchte vorweg spoilern und dir eine Antwort geben und die Antwort lautet nein. Wie du schon siehst, sehr rudimentär. Vor allem, ich meine, bei Dogfight, hallo Multiplayer? Ja, hallo Xbox Jan! Live! Hallo Multiplayer, hallo Jan! Gibt's nicht. Splitscreen ist das Einzige, was es gibt. Juhu, aber immerhin Koop sehe ich. Ja, genau, du kannst alle Missionen dieses schönen Karrieremodus hier Einzelspieler auch zu zweit im Koop spielen, aber du kannst es halt eben auch alleine spielen und dann hast du hier sowas. Das ist übrigens die gesamte Präsentation des Spiels quasi. Es gibt jetzt noch so immer so ein paar Ingame-Sachen, aber mehr als hier so eine Karten und Sterne bekommst du hier nicht. Okay. Du siehst schon an den Namen hier die ersten beiden in Japan. Dann ist man hier wieder im Ärmelkanal in England bei dem Battle of Britain. Dann geht es dann wieder zurück nach Midway. Dann gibt es eben auch wieder noch Aufträge über Deutschland. Das ist jetzt allerdings alles nicht so wild, weil erkennen tust du sowieso kaum was, weil das im Spiel grafisch leider nicht gerade Bäume ausreift. Schade. Du kannst deinen Koop-Partner heilen, indem du auf ihn schießt. Aber wo ich da jetzt wo ich das gerade sehe, spiele ich nur hier Alliierte oder auch Achsenmächte? Weil im Ladebildschirm war jetzt ja zumindest eine Messerschmitt oder so. In der normalen Kampagne spielst du ja erstmal nur das. Es gibt aber auch einen Modus, wo du halt im schnellen Spiel gegen einen Splitscreen-Gegner kämpfen kannst und dann können auf beiden Seiten dann verschiedene Flugzeuge gewählt werden. Genau. Aber ich kann mein Flugzeug anpassen, wenn du jetzt mal X drücken würdest, ja, freundlicherweise. Ja, aber du kannst ja mit hier nur so eine, deine, du kannst hier dir so eine Nase anmalen, hier, so eine heiße Schnauze. Okay. Das war's auch schon. Das ist hier kein Forza. Du kannst jetzt hier nicht ein Area Games Lotto-Motto raufmalen oder so. So, deine Hurricane. Dann starten wir die Mission mal. Das Ganze ist halt von den Entwicklern, das ist irgendwie auch so ein bisschen immer so die einzige Ausrede, so bewusst als Arcade-Spiel angelegt worden, sprich, steuert sich halt total simpel. Hier ist also keine Simulation, die irgendwie hier Strömungsabrisse oder sowas berücksichtigt. Okay. Du fliegst hier quasi wie mit so einem Raumschiff. Aber zielen muss man schon noch, ja? Ja, das wirst du gleich sehen, dass man auch zielen muss. Also hier so ein paar nette Lensflare-Effekte und sowas, aber natürlich, wenn du dir jetzt auch so die Boden... ordentlicher Treppchen-Effekt und ja, wenn du dir so die Bodengrafik anguckst, dann also würde die jetzt nicht so verschwommen dargestellt werden. Sie wissen schon, wann sie Filter einsetzen müssen. Ja, am besten die ganze Zeit. Nee, also wenn du das... Da haben wir hier schon wieder so einen bösen deutschen Luftwaffe-Piloten hier. Dem wir hier gleich seine Maschinen in Einzelteile ballern. Ja, also du merkst schon, also die Steuerung, guck mal, du kannst quasi auf der Stelle wenden und dich so im Kreis drehen. Ich sage dir, das geht mit echten Flugzeugen nicht. Reicht das schon quasi aus als Qualifikation für den Pilotentest oder so? Ich glaube nicht. Ja, verdammt. Wobei ich schon der Meinung bin, so ein moderner Airbus oder so steuert sich auch nicht viel komplizierter. Aber das ist halt hier, ist halt ein Witz eigentlich. Also, wenn du jetzt nicht genau wüsstest, dass du hier in so einer zweiten Weltkriegsluftsimulation sein fliegst, also es könnte jetzt hier auch ein Hubschrauber sein oder sonst was, du hast so überhaupt gar kein Gefühl dafür,
einer richtigen Maschine zu sitzen. Und natürlich gibt es auch noch andere Perspektiven. Also es gibt hier noch die Außenperspektive aus zwei verschiedenen Entfernungen. Aber das war's dann auch. Also okay, keine Cockpit-Ansicht keine oder so. Keine Cockpit-Ansicht oder sowas. Es gibt hier auch nicht irgendwie komplizierte Geschwindigkeitsregelungen oder irgendwelche, dass du hier Spielereien machen musst mit Gas und Bremse oder sowas. Das Einzige, was hier noch ein bisschen eine Herausforderung ist, ist natürlich, dass du ab und zu mal landen musst. Auf Flugzeugträgern oder auf Flughäfen, okay. Aber auch das ist Fahrwerk und sowas, fährt da alles automatisch aus, also. Über den Wolken. Das qualmt ganz schön. Aber hier unten, hübsche. Guck mal, da ist schöne Landwirtschaft da unten. Wenn ich sowas sehe über den Zweiten Weltkrieg, erinnere ich mich immer an die, ich weiß, hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, aber an Call of Duty, wie sie da auch immer so alte Archivaufnahmen und so reingeschmuggelt haben. Jetzt hast du gerade so eine Art Killcam gesehen, ja? Das war nicht etwa ich, sondern das, also, das, nicht ich bin da explodiert, sondern... Gibt's denn wenigstens sowas... Ich frage mich Kamikaze, also oder hast du da auch so quasi diesen No-Clipping-Modus an, dass du quasi nein, also kannst. Du kannst auch durchaus rammen und gerammt werden. Na, immerhin etwas. Und dann heißt das. Haha. Musst du demnächst auch mal halt, ich weiß nicht, in den Missionen, du hast ja schon ein bisschen gespielt, was ich, dass du so halt, Torpedos abwerfen musste, kurz übers Wasser fliegen oder Bomben oder so. Hatte ich noch nicht. Bis jetzt musste ich nur das verteidigen. Ach so. Ich musste verhindern, dass diese Torpedos abgeworfen werden. was ich übrigens immer hasse. Das sind diese typischen Missionen. Die so. Viel schlimmer finde ich eigentlich nur Escort-Missionen. Wo du irgendwas so halt begleiten musst. Ja, und genau. Dann auch immer Welle für Welle kommt, aber so stationäre ist, geht immer noch. Das meine ich ja. Ich hasse es immer, wenn man irgendwo eine Anzeige hat, so irgendwie hier, dieses Schiff hat noch so und so viel Schaden. Irgendwas beschützen muss. Tiger Wing, Lion 3, Frank Redkins. Erinnert mich irgendwie immer an Star Wars und an den Dicken da. Rot 1 bereit, Rot 2 bereit, Rot 3 stürzt ab. Ja. Perkins hieß der, glaube ich. Ich habe irgendwie gerade Lust, so hier, wie heißt der Film? Luftschlacht über England? Ja, yeah, Battle over Britain oder so? Genau. The Battle of Britain. Oh, 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 oh. Diese scheiß U-Boot-Penner. Ja, aber, ja, Vollpreis, Jan. Das ist ein Vollpreistitel, den du hier quasi bewundern kannst. Gut, also auf der Xbox wäre das jetzt noch gut gewesen, so vor 6 Jahren. Da hätte man gesagt, ja. Nö, ordentlich. Vor allem doch, kannst doch bombardieren. Ja. Haben wir es ja schon. Vor allem, siehst du? Ah, da unten ist mein Bombardierungskreuz. Vor allem hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass du... Was ist meine Sekundärwaffe? Ach, Raketen, ach, Bomben. Ja, ich will keine Detailansicht. Du hast vor allem ja auch das Gefühl, dass zum Beispiel so Spiele wie Battlefield 1942 ja irgendwie auch gar nicht so viel schlechter aussehen. Achso, ich glaube, ich soll das U-Boot kaputt sogar, machen. Ist das nicht gerade sogar 10 Jahre alt geworden? Battlefield 1942? Kann gut was sein. Müsste doch bald soweit sein. Es gab ja auch diese komischen Spiele noch so von Eidos, dieses, weißt du, wo du so eine Schiffe spielen konntest und wo du mehrere Verbände. Ja, aber da, gerade zum Thema Seeschlachten gibt es ja noch viel, viel tollere Titel, die, wo ich sage, hey, wird doch mal Zeit für ein Remake. Ubisoft könnte zum Beispiel Aquanox, wo wir gerade bei U-Booten wären. Ich meine, die Silent Hunter, gut, haben sie jetzt auch auf Online gestellt. Du weißt, dass wir schon uns seit Jahren irgendwelche Weltraumdinger wünschen. Du kommst ja wieder mit einer noch größeren Randgruppe mit irgendwelchen Unterseeboot-Simulationen. Ich meine, das war ja schon damals so, dass man gesagt hat, okay, sowas wie Aquanox ist so für Weltraumsimulationsfans, die nichts anderes haben, die müssen dann halt so ein U-Boot-Spiel spielen. Also ist quasi die Zielgruppe, die Nische einer Nische. Na, das stimmt irgendwo schon, aber du U-Boot-Fahrer, wie wär's denn mal mit abtauchen, aber naja. Ich mag das auch, wenn ich Sachen kaputt mache, aber das gar nicht sehe. Was habe ich denn davon? Ja, wenigstens jetzt hättest du halt so eine Killcam irgendwie so halt geben können. Aber sogar mit Schnellbooten sind sie bis zur Küste gekommen. Ja, jetzt hört auf, jetzt keine Raketen abfeuern hier. Nee, so. Komm mal her hier. Jetzt passt mal auf hier. Jetzt hat der Papa noch was für euch. Ja, der Papa müsste nur mal vorhalten. Ungelenkte Raketen.
Ja. Etwas steil. Ich glaube, ich wechsle wieder die Innenansicht. Ja, und schön, dass du denkst, du kannst auf der Stelle drehen. Ja, stimmt. Quasi im Vorbeigehen. Ach, die Felsklippen von Dover, ist das nicht schön? Ja. Lance Flair. Das ist ja ein bisschen wie so ein J.J. Abrahams-Spiel hier. So. Oh, jetzt der letzte. Hui, daneben. Hör auf, wegzufahren, wenn ich dich beschieße. Erinnert mich an Saints Row gerade. So. Oh, wieder, die dramatischen schwarzen Balken müssen wieder sein. Ja, ja, es ist jetzt Film. Juhu, jetzt können wir hier eine Landung zeigen. Landen Sie auf dem Flugfeld. Ja, ja, ja. Da gehen wir nochmal in die Außenansicht, weißt du, dann kannst du besser sehen. Sieht man wenigstens mal was hier, Animationen und so. Kannst du nämlich sehen, wie die Räder gleich ausgeklappt werden. Das Schlimme ist halt irgendwie, es ist halt so technisch so extrem underwhelming. Und das ist halt eben auch keine 1200 Punkte wert. So. Das ist halt einfach irgendwie... Es ist einfach traurig. Auch wenn ich jetzt 2 Sterne bekommen habe als Spieler. Ich kann nur sagen, das Spiel bekommt nicht unbedingt 2 Sterne. Es sei denn, wir haben eine 10er-Skala. Ja, also ich glaube, das war jetzt unser Eindruck von Dogfight 1942. Wie gesagt, es ist halt wirklich 1200 Microsoft Points oder diese 12 Euro oder 13 Euro. Das ist halt so der Punkt so für Spiele wie Trials, Evolution und ähnliches. Und das ist mittlerweile auch ein umkämpftes Feld. Und wer jetzt wirklich so verzweifelt ist dieses Jahr und unbedingt nochmal was mit dem Zweiten Weltkrieg braucht, selbst dem kann ich nur sagen, hast du dir schon Birds of Steel angeguckt? Kostet momentan um die 30 Euro, ist also auch schon günstiger geworden und bietet dir halt wirklich eine volle Simulation. Und das hier ist halt wirklich, glaube ich, nur noch auf dem Markt hingerotzt, damit es irgendwie in den Laden kommt. Das wirkt halt an allen Seiten so, als hätten da irgendwelche Leute lustlos irgendwas gebaut. Und vielleicht muss halt irgendwas dickes Problem gegeben haben. Ja, weil also das Umbenennung und Hauptsache fertig kriegen. Ja, ja. Und deswegen, also von uns in diesem Sinne keine Empfehlung für Dogfight 1942, aber ich glaube, die Videobilder, die wir euch gezeigt haben, sprechen da auch für sich. Tschüss sagen, der Alex. Und der Jan.